Und da sind wir wieder zurück zu Crash Bandicoot. Juhu, wir haben einen Bauchplatscher gelernt. Letztes Mal. Und jetzt, ja, geht's in der neuen Welt los. Warum musst du uns denn immer ein Dorn im Auge sein? Hm? Was? Wo war ich? Tiny war ein guter Junge. Er hasste alles und jeden. Aber er hatte trotzdem ein gutes Herz. Sei nächstes Mal netter zu meinen Handlangern. So. Ah, das ist die gleiche Welt. Die wie die erste, oder? Neu. Nein, der Bauchgatsche ist eigentlich dafür da, dass er die Kisten kaputt machen kann. Oh mein Gott, die Zauberer, die hasse ich hier so sehr. Jetzt muss ich wieder auf die Steuerung umgewöhnen. Das ist ja selbst Resident Evil. Eine gute 3D-Steuerung gegen das. Na, ich traue mich nicht zu so einer Abgrund zu gehen. Jetzt bin ich weg. Ich muss das wohl da hinten, also das gut. Natürlich gehe ich zurück und hol mir das. Jetzt habe ich fast ins Nitro reingelaufen. Wir auf einmal. Rutscht der Ziege in den Hintern. Das Kabel stört mich jetzt, weil ich mich den Joystick gerade aufladen. Der ist leider leer. Schon wieder so ein Zauberer. Ich habe mich schon am Boden gesehen. Den muss ich vorher holen. Boah, geschafft, jawohl. Freut mich. Na, wir haben auf jeden Fall mindestens ein Leben geholt. Ich hoffe, ich verliere die Maske nicht.
brauche ich ihn dann wirklich für schwierige Sachen und nicht eigentlich für so leichte. Alle Kisten durch Zufall mitgenommen. Jetzt freut er sich wieder. Sein fetter Bauchnabel. Hängepaar. Gibt es einen goldenen Kristall auch noch? Mhm. Oh. Sowas kann ich nicht. Das ist mal mit der Steuerung. Puh, da werden wir lang brauchen, glaube ich. Was ist mit den Alibaba da hinten? Geschossen. Was mit dem? Der nervt nur so noch. Oh Gott. Warum? Ich habe ihn... Na geh. Das war jetzt unfair. Eigentlich habe ich ihn ja gehabt. Achso, geht's auch, okay. Dann bin ich beruhigt. Rein. Oder rauf, besser gesagt, in die Bonuswelt. Scheiße. Oh, es ist noch möglich. Das ist jetzt ein Pech. Oder? Geht das? Nein, da hätten wir das TNT gebraucht. Da oben war noch ein Leben. Egal. Hauptsache, wir haben viel Leben, dass wir viel fehlen können. Das ist wichtig. Schnell sind, brauchen wir nicht warten. Da hinten. Gut, eigentlich brauche ich sie nicht mehr holen, weil die Bonuswelt ist eh schon vorbei. Kann ich einfach weiter.
Manchmal nur die mit was keine Umstände machen. Das gibt's ja nicht. Schon 5 Kisten gefehlt. Egal. So, nächste Welt. Spielen wir auch mit ihm. Die Motorradwelt, na super. Die Welt habe ich auch nicht wollen, weil da muss man Rennen fahren und das habe ich nicht geschafft. Ja. Ein Penner. Okay, das wäre aber nicht sonderlich schwer. Das wäre nicht sonderlich schwer. Das müssen wir schaffen. Wenn nicht, mache ich die anderen Welten zuerst schnell, wenn ich da so lange umeinander gehe. Der haut mich wieder raus. Aber schnell ist ja gar nicht viel. Eigentlich müsste der Crash abziehen mit dem Motorrad. Ganz ehrlich. Das geht sicher nicht aus. Aber zweiter muss doch mal reingehen. So blöd es klingt, aber das ist eines von den schwierigeren Leveln jetzt. Ich wäre gezwungen, ein Autospiel zum Spielen, obwohl ich solche Spiele voll hasse. Also Rennspiele, allgemein so Sportspiele, aber Autos und Motorsachen hasse ich wie die Pest. Start gehabt. Ich
Ausgang auf den Steuer 17 Kilometer daneben. Aber ganz knapp ins Ziel kommen. Das war knapp. Das war sau knapp. So. Machen wir es nie wieder. Tomb Time. Jetzt habe ich Bomb Time gelesen. Hallo Leute, Dingo Dial mein Name. Ich soll Uka Uka und Cortex, die Kristalle der Eiszeiten, bringen. Also, her damit und verzieht euch, oder ich mach euch alle. Na komm, Beweise. Hat er sich jetzt zum Pharao gemacht? Super, da ist ja ein Abgrund. Überkommen mit Leichtigkeit. Ich glaube, das Karabeus ist... Jetzt habe ich Panik gekriegt. Aber egal, ich probiere einfach mal was. Irgendwas sagt mir, ich soll das Feuer holen. Eigentlich darum, aber... Ich hab so das Gefühl. Genau. Sonst wäre das ein bisschen schwierig. Alles Gold. Jawohl, 30 Leben schon, also ich glaube nicht, dass ich die alle jemals brauchen werde. Ja, das ist, weil ich es nicht lassen kann. War oben. Nein, ich kann es nicht lassen, ich muss nachkorrigieren. Blöder Affe. Und dann Uka Uka haben wir wieder. Irgendwas sagt man, wenn ich genau da reingehe, werde ich erschossen. Der fuchtelt aufeinander mit seinem Flammenwerfer. Bin ich nur den weggegangen.
Egal, Hauptsache ich hab's Leben gekriegt. Füße. Das gibt sich, ich war davor. Das habt ihr jetzt aber auch gesehen. Bin nicht einmal. Was hat er gegen mich auf? Eine Staubwolke. So viel zum die Leben verbrauchen wir da nie. Weg ist er. Schlange weg. Oh mein Gott. Ich glaub's gar nicht. Aber wir haben unseren Kristall, dass wir weiter können und nur das zählt. Midnight Run, okay, das heißt mit dir wieder am Tiger in der Nacht. Gut. Reite mal langsam. Ich schaue, dass ich so viele Kisten wie möglich mitnehme, auch wenn ich nicht alle kriege. Nur das Wichtigste, das Leben, was ich haben wollte, nicht bekommen. Ja, genau. Legung haben wir gehabt, haben uns lustig gemacht, jetzt sind wir wieder bei 26. Mal langsam. Ah, schau den an. Und dann haben wir wieder die Ebene. Dingo Teil. Dingo-Teil. Okay, jetzt reicht's aber. Die Kristalle sind mein. Aber was habe ich da zu tun? Kommt nur her, ich werde euch rösten.
glaube ich, damit. Ist aber nicht so schwer jetzt. Also den schaffe ich jetzt locker noch. Den an, der wollte doch tatsächlich. So ein Uka-Uka-Wert. Aber was soll man machen? Man kann ihn nicht alles machen. Schieß ein bisschen. Auf einmal schießt er instant. Das darf es nicht sein. Passt das nächste Mal, gehe ich auf Nummer sicher. Soll ich aus reiner Gier handeln? Auch nicht ein zweites Mal, Kollege. Einfach weiterlaufen, das ist, glaube ich. Hast mich erledigt, Kumpel. Aber bald steht dir viel Schlimmeres. Doppelsprung, das ist natürlich sehr geil. Und wir sehen uns dann in der dritten Welt. Wie viel haben wir denn eigentlich noch? 1, 2, 3, 4, 5 sind wir jetzt genau. Sehr gut. Also bis dann. Euer Slavus. Tschüss. Dankeschön.